Heute geht es um Junistallapotheke. Morgen geht es dann um die menschliche Stallapotheke, beziehungsweise ist die hier für Pferde generell. Das werden zwei etwas kürzere Videos, aber ich zeige es euch einmal. Wir starten nach dem Intro. Ich habe hier erstmal Panzerband. Das kann man natürlich nicht nur in der Stallapotheke benutzen. Aber wenn ich zum Beispiel das Pferd mein Huferband braucht, dann ist das halt super zum Befestigen. Das habe ich von zu Hause geklaut und wir haben jetzt zu Hause keins mehr. Ich glaube, ich muss eins holen für zu Hause. Hier in der Tüte habe ich so eine Stäbchen drin, dass man da was auftragen kann, und so eine Wattepads, damit kann man auch was auftragen. Hier ist dann noch so ein Pflaster zum Verband oder sowas nochmal zu. Das sollte eigentlich in der Stallapotheke sein, da kommt es auch gleich wieder rein. Dann habe ich hier drin einmal Blauspray. Das kann man auf die Wunde sprühen, das desinfiziert. Sollte nur an keine Klamotten kommen, weil das geht nicht mehr raus. Ich habe hier noch Natriumchlorid, also Kochsalzlösung. Das könnt ihr für alles Mögliche benutzen, um Wunden zu säubern, etc. etc. Davon habe ich hier einfach so eine Packung mit. Dann habe ich hier zweimal so eine Tüten, so eine kleine Tüten Pferdesalbe. Die kann man halt auch für alles Mögliche benutzen. Man sollte sie vielleicht nur nicht direkt auf eine Wunde machen. Passend dazu habe ich nochmal so einen kleinen Eimer mit Pferdesalbe, also so ein kleiner Pott. Ich habe hier einmal Wasserstoffperoxid. Das ist zum Desinfizieren. Es ist verdünnt, sonst würde es als Bleichmittel sein. Also hochaggressiv. Dadurch, dass es verdünnt ist, ist es zum Desinfizieren und jetzt nicht so hochaggressiv. Dann habe ich Silberspray. Damit kann man zum Beispiel einen Verband wasserdicht machen oder so. Habe ich jetzt bisher zum Glück noch nicht gebraucht. Das Einzige, was ich gebraucht habe, waren halt die Stäbchen mal oder das Blauspray hier. Dann habe ich noch ein Thermometer. Das sollte eigentlich in jeder Dingenskiste sein. Da steht auch Juni drauf. Ich habe das nochmal in so einer extra Verpackung. Dann wird das Blaue da vorne auch nicht dreckig. Das wäre nämlich etwas doof. Dann habe ich hier noch eine Zinksalbe, eine kleine. Die ist sehr süß. Klein. Die kann man auf Wunden drauf machen. Also fördert die Wundheilung auch bei nässenden oder juckenden Wunden. Verwendung als Decksalbe steht hier drauf. Dann habe ich noch ein Edding zum Sachenbeschriften, damit es unter anderem die Box hier beschriftet. Dann habe ich hier, keine Ahnung wieso, aber eine Kette drin. Ich weiß nicht, wie die da reingekommen ist. Ich glaube, ich nehme die mit nach Hause, weil hier brauche ich sie nicht. Um mein Pferd anzuketten, nee. Ich glaube, die nehme ich lieber mit nach Hause. Und Strohseil, das kann man dann immer mal gebrauchen. Das bleibt hier einfach in der Stallapotheke. Ich lasse das Silberspray hier drin. Dann diesen Pott Pferdesalbe. Natürlich die Zinksalbe und das Thermometer. Den Edding, dann das Natriumchlorid hier, das Wasserstoffperoxid, Blauspray, dieses Stäbchen-Set hier und was ich dann noch hier habe, ist Braunovidon. Das kann man auch immer gebrauchen, sieht ein bisschen aus wie Curry-Ketchup, sollte auch nicht in die Klamotten kommen, weil das geht auch nicht mehr raus. Ich trage das Braunovidon halt mit diesen Holzstäbchen hier auf. So, passt, ist jetzt alles hier reingequetscht. Passt dann. Die Kette bleibt draußen. Ich habe keine Ahnung, wieso die in meiner Stallapotheke war. Ich könnte mit dem Verband am Pferd festketten. Dann kann er ihn nicht abziehen. Oder ich kette die Hufeisen fest am Pferd. Ah nee, das geht auch nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch einen Daumen, ein Abo und eine aktivierte Glocke da. Hier oben könnt ihr die restlichen Adventskalender-Videos sehen. Und hier unten könnt ihr sehen, was Juni Anfang dieses Jahres hatte, wo wir dann das Braunovidon etwas häufiger gebraucht haben und tatsächlich auch eine Schermaschine. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen oder gleich. Tschüss!